Daten, mehr Daten, eine ganze Flut an Daten. Unvorstellbare 5 Milliarden Gigabyte an Daten fallen alle 10 Minuten an. Und es werden immer mehr, immer schneller. Vernetzte Welt, Autos mit Navigationssystemen, Sensoren an Maschinen, Funkchips, Überwachungskameras und Handys, sie sind die Quellen der Datenflut. Und natürlich das Internet. Nutzerin Maya schreibt viele E-Mails, sucht häufig mit Google, postet gern auf Facebook und stöbert immer wieder in Online-Shops. Sie hinterlässt digitale Spuren. Wie Milliarden Menschen weltweit. Big Data bringt Ordnung ins Chaos aus Bits and Bytes. Wie Spürhunde durchsuchen mathematische Algorithmen die Datensätze. Sie entdecken Muster und Trends in Echtzeit. Und sie machen Vorhersagen. Schon heute schicken uns Online-Shops individualisierte Werbung, weil sie wissen, was wir gestern gekauft haben. Und in Zukunft? Superhirne durchforsten medizinische Datenbanken und schlagen maßgeschneiderte Therapien vor. Digitale Cops sagen voraus, wo und wann in einer Stadt ein Verbrechen geschehen könnte. Big Data, ein gewaltiges Potenzial, auch für Unternehmen. Maya erzählt auf Facebook, dass sie auf eine Party gehen will. Über Big Data bekommt sie sofort ihr Traumkleid angeboten. Zu einem Preis, den sie auch zahlen kann. Also her damit. Aber was sie selbst noch nicht weiß, Big Data kennt es schon. Das Kleid, das ihr erst übermorgen gefallen wird. Big Data wird zu einem Schlüsselfaktor in der digitalen Revolution der Wirtschaft. Doch wem gehören unsere Daten? Und wer darf sie zu welchem Zweck benutzen? Die Auseinandersetzung mit Big Data ist groß.